Text, hörspielartig auch.
und nimmt hier natürlich jetzt ironisch Bezug auf NRW, das heißt, das ist diese Rechte aller CEOs oder aller Politiker, man merkt das in den Nachrichten, im Fernsehen und so weiter, wenn die Menschen wie ferngesteuert oder wie Marionetten eigentlich sprechen, gestisch gesteuert sind, aber natürlich auch inhaltlich gesteuert sind. Das ist sozusagen die neurolinguistische Programmierung auch zu einer Neurolinguistik Politics eigentlich geworden und deswegen kann man vielleicht von einem neuen Tourette-Syndrom sprechen. Nun, eine einfache Arbeit, relativ banal, die so einen ersten Schritt auf dieses Blumenprojekt darstellt, ist hier ein Kaffeeserver oder Kaffeeautomat. Und dieser Kaffeeserver ist verbunden mit einem Internetserver. Immer wenn Sie in einem Internetserver sogenannte Bots oder Crawler einloggen, also technisch exakt ist natürlich ein Crawler oder Bot nicht ein Dämon, aber im erweiterten Sinne sehr wohl. Ja, das ist sozusagen eine Suchmaschine wie Yahoo oder Google, ist natürlich so ein Dämonenhaus, das Dämonenschaden wegschickt, um Indexierungen von Seiten vorzunehmen, das heißt auch Zu- und Verteilung von Aufmerksamkeitsökonomie auf jeder Seite zu bewerkstelligen. Immer wenn so ein Bot oder Crawler auf die Internetseite des Servers kommt, wird hier ein Kaffee ausgegeben. Und wenn man sich das jetzt hier noch einmal ansieht, sieht man jetzt hier eine Pixelmalerei eigentlich. Die beruht natürlich jetzt auf statistisch exakten Daten, aber de facto steht es eigentlich vielleicht näher einer Malmaschine, eines Rosell oder einer Pataphysik von Chary. Immer wenn ein Dämon kommt, hinterlässt er hier einen Bildpunkt. Der Bildpunkt oder die Farbigkeit des Bildpunktes ist in RGBA notiert. Und RGBA setzt sich zusammen aus 4 Zahlenketten, genauso wie sich die IP-Adresse aus 4 Zahlenketten zusammensetzt. Aber wenn man diese IP-Adresse 1:1 transformiert in RGBA, ergeben sich diese Farben hier in dem Fall. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel klickt, in der Mitte hinein, dann sieht man zum Beispiel das hier Slurp. Mittlerweile, also früher war es in Europa immer von Frankreich aus, mittlerweile kommen die sogar von China nach Europa oder nach Österreich. Seiteninhalte anzusehen oder zu durchsuchen. Ein anderes Projekt, was mit Zu- und Verteilungen, und ich bleibe jetzt noch ein bisschen so im Internet, bei ein paar Netzprojekten, bei Internetprojekten, die momentan nicht besonders aktuell sind, das ist eigentlich so fast, hat man den Eindruck, vom Vorumlaufen mit der Ökonomie eigentlich, man hat feiert Ökonomie im Bereich des Netzes, Konjunkturen, aber das steigt auch das Interesse an der Netzkunst. Wenn man dann schaut, das scheint hier eher eine Flotte zu sein. Was man hier sieht, ist eine Karte, die in der Tradition von linguistischen Karten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts steht, wo man sich die Frage gestellt hat, in welchen Ländern werden welche Sprachen oder Dialekte gesprochen. Heute kann man diese Frage natürlich aufgrund von Migration und so weiter nicht mehr so einfach stellen. Aber man kann natürlich dennoch die Frage stellen, welche Begriffe liegen auf welchen Servern in welchen Ländern. Und wenn man hier jetzt einen Begriff eingibt, dann wird das sozusagen ausgewertet und über eine Karte dann, das ist ein SVG-Tool, eingemappt und hier unten kennt man auch dann eine Legende dazu. In dem Fall ist es der Begriff Verbale, wo man dann sieht, wie er verteilt ist. Was auffällt, ist natürlich auch, dass das Internet gar nicht so eine globale Geschichte oft ist, wie es sich präsentiert, sondern dass es natürlich auch besser die Länder oder auch die nördliche Halbkugel oft zentriert ist. Und weil diese Word-Map in dem Fall, man muss eigentlich sagen, weil Kartografie allgemein die Weite des Landes und Malerei in der amerikanischen Malerei eine Synergie in den 50er, 60er Jahren gefunden hat, kann man dieses Tool unter anderem für Zeichenkarten verwenden, um Malerei zu produzieren. In dem Fall nicht Color Field Paintings, sondern Color Jump Paintings. Noch ganz kurz bleiben wir im Internet. Das ist eine ältere Arbeit. Das ist eine internetmetrische Arbeit, die sich wie wir anhand der Wordmap gesehen haben, befinden sich ja viele weiße Flecken eigentlich auf der Internetlandkarte. Und dieses Tool hier ist eigentlich eine Art Armaturenbrett, könnte man sagen, oder Messwerkzeug. Weil in Echtzeit werden es hier 5 Server auf 4 verschiedenen Kontinenten bedient und ich sehe dann in Echtzeit die Konditionen der Leitungen. Aufgrund der Leitungen ergeben sich dann Schwankungen in den Übertragungszeiten. Das heißt, wo die Leitungen gut sind, ja, schrumpft der Raum, ja, wenn die Zeit kurz ist. Das heißt, Los Angeles zum Beispiel wandert hier sehr stark über den Atlantik herüber. Im Gegensatz dazu, afrikanische Länder wie Dar es Salaam oder Windhoek,
die entfernen sich natürlich Richtung Südpol. Indische Länder wie Bombay bleiben eher gleich. Zentralasiatische Länder, die sich eigentlich hier irgendwo befinden sollten, wie Bishkek, wandern dagegen wieder Richtung Osten. Das heißt, Internetgeografie ist natürlich noch lange nicht Frühzeit und ist auch noch lange nicht ein globales Instrument. Und was anhand dieser Einwandprojekte auch klar wird, obwohl es sich um harmlose Künstlersoftware handelt, dass diese Dinge natürlich auch immer mit Überwachung und Kontrolle zusammenhängen und dass das Sprechen in der Moderne oder seit der Moderne in der Neuzeit eigentlich zunehmend dann eigentlich von einem Modern Talking hin wird in Richtung eines Modern Stalking. Und dieses Projekt hier, abschließend noch ein letztes Internetprojekt, dieses Projekt hier beschäftigt sich eigentlich genau mit der Invertierung von Ordnungen und Unordnungen. Das ist ein Mycel-Projekt, das heißt genau das ist eine Bit-Simulation. Und Bits sind ja Destruenten, das heißt, sie ernähren sich eigentlich von Blättern, von Wurzelwerk und so weiter, abgestorbenen pflanzlichen Materialien. In dem Fall nähert sich diese Bit-Simulation aber aus Blättern, das heißt aus Bildern, die aus dem Netz kommen, das online aus dem Netz saugt. Und diese Bilder werden jetzt von dieser Bit-Simulation zersetzt. Das heißt, bei den anderen Beispielen haben wir jetzt immer eigentlich als Ergebnisse so einfache Malerei, Zitate, Hinweise, Ergebnisse gehabt. In dem Fall hätten wir jetzt eigentlich so einen ruhigen, langsam laufenden Film oder ein kleines Movie eigentlich für diese Bilder hier von diesen Mycel oder Hyphen dieses Myceles durchwachsen werden, sodass sie so ein langsam laufendes Bild sich ergibt. Noch ein anderes Beispiel. Das war jetzt nur die 100 Fragmente, was sie gezeigt hat, weil es ist mir immer ein Anliegen, dass diese virtuellen digitalen Projekte in Relation zu realen Objekten im Raum stehen. Und von dem her können wir durchaus auch so von Möbiusräumen sprechen, in denen wir uns ja jetzt schon bewegen. Das heißt, wir schlittern ja unentwegt eigentlich oder switchen zwischen realen und virtuellen Räumen. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass ein Bild, aber jetzt nicht eine Bildsimulation, sondern ein realer Bild, sieht sehr gut, Lagrimans heißt dieser Pilz, das heißt, das ist der reine der Pilze, wird schon in der Bibel zitiert. Dieser Pilz ist auch ein gefürchteter Pilz, das ist ein radikales Individuum oder ein terroristischer Pilz, könnte man auch sagen, weil der ganze Häuser in der Lage ist, zum Einsturz zu bringen. Also der beginnt irgendwo im Keller zu wachsen, wächst durch die Steinmauern, Betonmauern durch, geht dann in die Dachbalken hinein, kann sozusagen ein ganzes von einem ganzen Haus Besitzer greifen und wenn er dann an die Oberfläche tritt, ist es meistens zu spät und wieder der Fruchtkörper aus, aber dann sind die Dachbalken schon bereits so morsch, dass man das Haus irgendwie mehr abtragen kann. Hier als Zitat, als ironisches Zitat, ist hier diese berühmte Konzeptkunstarbeit von Kosho Don and Three Chairs dargestellt. Diese Arbeit hier heißt aber, weil sie besteht aus einem Tisch, ja, hier, und einem Stuhl. One and No Chair, diese Arbeit wird sozusagen aufgelöst. Sie wird tropisch von diesem Pilz, wird der Stuhl aufgefressen. Das heißt, nach ein paar Jahren ist die Zellulose weg und der Tisch bleibt eigentlich, und vom Stuhl bleibt eigentlich nichts mehr zurück. Aber hier noch einmal dieser Tisch hier, also es bilden sich hier so Netzwerkgeflechte. Und der Tisch ist jetzt gewidmet eigentlich einem ziemlich vergessenen deutschen Philosophen, dem Philipp Mainländer. Weil Mainländer, vielleicht ohne es zu wissen, die Thermodynamik oder den Entropiebegriff von Rudolf Clausius vorweggenommen kann nicht sagen, weil er ja später war, aber zumindest in die Philosophie eingeführt hat. Und deswegen wird er auch so als entropischer Metaphysiker beschrieben. Und Philipp Mainländer ist dieser Tisch gewidmet, weil sich dieser Tisch auflöst. Ja? Das ist sozusagen Dekadenzphilosophie, eine Philosophie, die sozusagen materielle Dinge zum Verschwinden bringen und sozusagen wieder im Gegensatz steht zum klassischen Desktop-Methoden, wie wir sie kennen, die eine Ordnung stiften sollen und nicht sozusagen Ordnung der Entropie zuführen sollen. Vielleicht habe ich jetzt schon gesagt oder erwähnt, habe, dass diese Arbeiten, die es einerseits als Simulation gibt, immer auch im realen Raum gibt, so sehen wir hier die Züchtung von diesen Pilzen in einem Bioreaktor. Und weil ich schon erwähnt habe, dass es sich um ein radikales Individuum handelt, so deshalb auch, weil Pilze ja de facto wirklich die größten Individuen, Quantenindividuen sind. Und da können wir Bauräume von 30 Tonnen. Pilze haben ja bis zu 300 Tonnen, also über mehrere Kilometer groß. Das heißt, das sind die größten Individuen, die in der Biologie vorkommen.
Und im Rahmen eines Projektes, das ich Fiat nannte und in Italien stattfand, wurden diese Pilze unter anderem kultiviert und als radikale Individuen einer zweiten biologischen Allegorie gegenübergestellt, nämlich einer sogenannten Staatsfreunde. Das sind schwimmende Städte. Sie schauen zwar aus, das ist jetzt hier eine portugiesische Gelehre, wie normale Organismen, aber de facto bestehen sie aus 10.000 einzelnen Polypen oder Individuen. Man kennt es von Ameisen, Staaten, Bienenvölkern und so weiter, aber bei diesen Organismen oder Organismenstaaten noch schwieriger, die einzelnen Individuen voneinander zu trennen. An den Tentakeln können die einzelnen Polypen teilweise wegschwimmen, heute ja und wieder zurückschwimmen. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich irgendetwas, deswegen auch von den Biologen so genannt, ein staatstragendes, schwimmendes Wesen. Und dieses Wesen, das wurde jetzt noch einmal hier in Kristalle aufgeladen, deshalb, im ersten Moment sieht es von Peach aus, im zweiten Moment ist es aber natürlich ein Zitat aus der Mythologie, aus dem Hinduismus und Populismus, was Indras Netz gibt. Und Indras Netz ist jetzt nicht für mich so wichtig, weil ich so fernöstliche mythische Bezüge da einbauen möchte, sondern weil natürlich für die Gründer oder Pioniere in den 60er Jahren, 70er Jahren des Netzes, vor allem Hindu-Mythologien und buddhistische Mythologien von Bedeutung waren. Die ganze Geschichte über Kabul, Bombay und so weiter, Indien. Und diese Hindu-Mythologie spiegelt sich in Indras Netz wieder, weil es ist natürlich eine ganz einfache und schöne Metapher, eigentlich, dass ein Individuum, eine Singularität in der Dunkelheit alleine kaum leuchtet. Ja, wenn ein Lichtblitz hineinfällt oder blitzt, befinden sich jetzt aber viele Singularitäten in der Nähe, ja, in einem kosmischen Dunkel, und ein einziger Blitz erleuchtet sie, dann wird über die Facetten des einzelnen Steines das Licht unendlich hin und her gespiegelt, sodass sozusagen ein Leuchten sich ergibt, was die ganze Gesellschaft im Sinne von einem Enlightenment, könnte man heute sagen, erhält. Nun, vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen, immer wieder, und für dieses Projekt Radikale Individuen, soziale Genossen, was neuliegend, Positionen, theoretische Positionen einzuholen, über Video einzuholen, mit Interviews einzuholen, die dann die Objekte teilweise immer ein bisschen am Rande auch komplettieren. In dem Fall war das Antonio Nebi, deshalb in dem Fall interessant, weil das Projekt natürlich erstens in Italien war, zweitens aber seine eigene Biografie, auch die Biografie eines radikalen Individuums war, das auch immer für die soziale Genossenschaft eingestanden. Vielleicht, bevor wir jetzt dann übergehen zur künstlerischen Methode, ganz kurz noch die ganz, ganz alte Malereibildungen oder Algorithmen, die so Anfang der 90er Jahre entstanden sind. Das war ein Bifurkationsalgorithmus, ganz simpel eigentlich. Also, der besteht eigentlich nur aus unterschiedlich langen schwarz-weißen Balken, die sich immer aufgaben in einem bestimmten Winkel und dadurch eine Leinwand füllen. Wir haben ja schon gesagt, also die Monen sind ja ein Zug und Fährträger, in dem Fall von Farbe auf Leinwand. Und in dem Fall generieren sie hier immer weitere neue Bilder. Oder hier, das erinnert natürlich auch an die 50er, 60er Jahre, die ersten Computerpioniere. Aber das sind jetzt so Dinge eigentlich, wo wir es mit demselben Algorithmus zu tun haben. Also wir haben es jetzt mit demselben Bifurkationsalgorithmus zu tun, den wir zuerst gesehen haben, nur jetzt im eingestellten Parameter den Modus auf 90 Grad. Ne? Das sind so Arbeiten, die eben vor 15 Jahren gut entstanden sind. Und ich die deshalb jetzt auch zeige, weil sie jetzt mitunter wieder außerhalb der Computerästhetik oder der Computerkunst wieder im Bereich der Malerei eigentlich eingehen oder Aktualität gefunden haben und Kunst und Bau sich beliebt hat, etc. Und hier noch ganz diese Arbeit eine Frage gestellt,
nämlich nach dem Interaktionspotenzial innerhalb von medialer Kunst. Und natürlich war das etwas vage, diese Interaktionspotenziale, denn normalerweise suggerieren Spiel auch von den interaktiven Kunstwerken, dass der Mensch eigentlich die Maschine kontrolliert. In dem Fall war es so, wenn wir es mit Marktdaten zu tun hatten, konnte ich natürlich mit der Maschine interagieren, aber nur wenn ich auch die reale Macht dazu habe. Das heißt, nur wenn ich sozusagen über Cash besitze oder verfüge, kann ich investieren und über die Investition einen Ton generieren. Ja, wenn ich über das Kapital nicht verfüge, verfüge ich auch nicht über die Macht und kann damit auch sozusagen keine Komposition in diesem Börsenmusikraum generieren. Der Punkt war natürlich auch das nächste, das ist also eine Überlegung war, mit dieser sogenannten Invisible Hand von Adam Smith umzugehen. Das heißt, wer bringt eigentlich so das Macht oder wer steuert das Machtgefüge, welche Komponenten sind daran beteiligt? Und de facto ist natürlich das schon eine frühe Auseinandersetzung auch gewesen mit den Dämonen, das heißt mit den Zug- und Verteilungen eigentlich, die im Wirtschaftsraum passieren. Und natürlich auch vielleicht, was in den letzten Jahren wieder aktuell geworden ist, auch mit der Frage, welche Machtpotenziale ergeben sich daraus für den Konsumenten. Weil jetzt bei der Arbeit könnte man sagen, okay, wenn jetzt es 6 Milliarden Konsumenten gibt, na, da gibt es sozusagen auch 6 Milliarden Menschen, die indirekt an der Hervorbringung dieser Art von Musik, an diesen Tönen, beschäftigt sind. Und hier noch einmal, also eigentlich war das eine Trilogie, also das erste war Hausmusik, was wir gesehen haben, das zweite war dann eine Kunstmaschine, die beschäftigt sich nicht mit Ökonomie, sondern mit politischen Daten, und das dritte war jetzt etwas, was sich mit Unterhaltungskultur auseinandersetzte, und das war so ein erster Versuch eigentlich, Disco ohne Archiv bedeutete einfach, dass man alle Daten nahm, das war 1994, 1994 alles, was so vorhanden war, online, on air, und versucht hat dann über bestimmte algorithmische Strukturen, Programme und so weiter, die vorgefertigt waren, live zu mischen, zu samplen und dadurch eine Neustrukturierung zu unterliegen. Das Ganze beschäftigte sich natürlich, oder war angesiedelt, nicht in einem Ausstellungsraum, sondern in einem Clubraum eigentlich, also außerhalb von einem Kunstraum. Oder hier noch einmal ganz abschließend, das ist jetzt wirklich die letzte Netzarbeit, die Mitte der 90er Jahre gemacht wurde, wo eigentlich bereits klar war, dass das Netz eine Realität konstituiert, die man mit Reality on Demand beschreiben kann. Das heißt, die ganze Realität ist ja eigentlich verfügbar, ja, oder bestellbar eigentlich auch über das Netz. In dem Fall wurde ein biologischer Server von mir gewählt, das war eine Samenbank in Los Angeles, wo wurde mein eigenes Genom in diese Samenbank von mir eingeschrieben und konnte dann über Internet auch bestellt werden. Und vielleicht darf ich jetzt noch etwas sagen zur künstlerischen Methodik. Das ist mir vielleicht deshalb auch ein Anliegen, weil man spricht in der alten Zeit viel über Markt und über Kunstwerke, über Ausstellungswesen und so weiter. Aber de facto spricht man immer weniger über künstlerische Methoden, das heißt, welche Praxisen dahinter stehen, Überlegungen dahinter stehen, die diese Arbeiten hervorbringen und wie sie produziert werden. Und dann, wenn ich von meiner künstlerischen Methode spreche, kann man das benennen mit konzeptueller Narration. Und konzeptuelle Narration, das ist im ersten Moment natürlich ein bisschen ein Widerspruch, weil Konzept und Narration scheinen sich auszuschließen. Das konzeptuelle Denken, das kommt ja irgendwie auch aus der Moderne heraus, und die Moderne beschrieb sich eigentlich immer als antinarrativ. Und wenn wir heute Narrativ hören, dann denken wir an irgendwelche figurativen Malereien und so weiter, wir denken an das Storytelling, an irgendwelche Erzählweisen des Hollywood-Kinos und so weiter. Aber ganz interessant eigentlich, obgleich die Moderne sich immer antinarrativ und so weiter gegeben hat und bis heute eigentlich sehr viele Künstler in Interviews sagen, ihre Kunst ist antinarrativ, weil sie wollen eigentlich mit ihrer Kunst nichts aussagen und erzählen, ihre Kunst sozusagen steht für sich selber, weil die Kunst hat ja auch vor allem immanent zu sein, das heißt selbstreflexiv zu sein, aber nicht über sich selbst hinaus irgendwelche Geschichten und so weiter zu erzählen. So hat der amerikanische Literaturwissenschaftler Frederick Jameson da ganz schön
in einem seiner letzten Bücher geschrieben, dass die Antinarration der Moderne natürlich eine Narration unter anderen Narrationen ist. Und man könnte hinzufügen vielleicht, dass es bei dieser Form der Antinarration um eine harte Narration handelt. Also man kann unterscheiden zwischen weichen Geschichten und harten Geschichten. Und Geschichten, die es narrativ, wo sie sich als antinarrativ hinstellen und behaupten, sind harte Geschichten, weil sie natürlich fundamentalistische Geschichten eigentlich erzählen oder dualistische Geschichten erzählen. Das heißt, die Aufgabe von Kunst ist eigentlich, hier primär würde ich jetzt mal sagen, weiche Geschichten zu erzählen, das heißt Geschichten zu erzählen, die abseits von einem Wahrheitsbegriff operieren, die vielleicht auch Fakten mit Fiktion und so weiter in Verbindung bringen. Und letztendlich auch mit einem Geschichtsbegriff operieren, der uns erinnert, oder ihn vielleicht nicht erinnert, weil dieser Philosoph so gut wie vergessen ist, nämlich Wilhelm Scharp, Philosoph der 50er Jahre in Deutschland, der ein Buch geschrieben hat, Philosophie der Geschichte, wo er ganz schön schreibt, dass der Mensch nur innen drin verstrickt ist in irgendwelche Geschichten, dass Geschichten eigentlich keinen Anfang und kein Ende haben. Und dass wir eigentlich in dem Sinne von Narrativen sprechen müssen. Ja? Das heißt, wir befinden uns immer in irgendwelchen Narrativen drinnen, selbst wenn sozusagen diese Narrative sich als Antinarrativ ausgeben. Bei den Arbeiten jetzt konkret ist es so, dass wir es mit verschiedenen Ebenen immer zu tun haben. Und dass die einzelnen Arbeiten eigentlich nicht so als Meisterwerke in sich selbst ruhen oder existieren, sondern dass sich eigentlich die Kunst im Zwischenraum der einzelnen Arbeiten, Objekte und so weiter ergibt. Das heißt, wir haben es mit verschiedenen Elementen und Ebenen zu tun. Wir haben teilweise historisches Material, wir haben Grafiken, wir haben es mit Musik zu tun, wir haben teilweise also mit virtuellen Arbeiten zu tun, mit Objekten zu tun, mit Fotografien und so weiter zu tun. Und auch die Geschichten, wie sie erzählt werden, verlaufen auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, auf verschiedenen Ebenen meine ich das. Normalerweise kennen wir Geschichten eigentlich nur in linearer Form erzählt. Ja? Das heißt, relativ kausal in einer kausalen Abfolge gestellt. Die bildende Kunst hat natürlich den Vorteil, Geschichten dann anders erzählen zu können. Anders erzählen zu können wie in der Literatur, wie im Kino oder wie im Theater, weil wir Räume unterschiedlich begehen können, unterschiedlich viel Zeit und so weiter in ihnen verweilen können. Und von dem her ergeben sich hier ganz neue Möglichkeiten, auch mit Geschichten, Geschichtsräumen und so weiter umzugehen. Diese Zeichnung hier, das war für ein Projekt Common Stairs, eine Gebäudespiel mit Common Death. Und diese Zeichnung nimmt jetzt in Bezug auf einen Roman des 19. Jahrhunderts, einen Roman von Nathaniel Orton, Wegfinder, das ist diese Kurzgeschichte. Ich habe so eine Vorliebe für Literatur des 19. Jahrhunderts und für ein bisschen eigenartige Literatur des 19. Jahrhunderts. Und in dieser Kurzgeschichte, die in London spielt, verlässt ein Mann, ohne äußeren Grund eigentlich, sein Haus und seine Frau, um ein paar Tage zu leben und eine Parallelstraße weiter ein kleines Zimmer zu beziehen. Ja. Nach der ersten Nacht denkt er sich schon eigentlich, naja, jetzt kehre ich dann wieder zurück, warum mache ich das überhaupt? Ja. So vergeht aber eine ganze Woche, nach der er eigentlich wieder zurückkehren wollte. Er bleibt aber dennoch eine zweite Woche, eine dritte Woche, letztendlich vergehen 20 Jahre, ja, ohne dass er dabei glücklich ist, ohne dass er dabei irgendwelche Erkenntnisse oder sonst etwas daraus zieht. Und er beobachtet seine Frau, seine ehemaligen Freundeskreis, seine ganzen Umwelt und Mitmenschen wie unter einer Tarnkappe, ja, im Common Stairs eigentlich, wie unter einer Tarnkappe. Er beobachtet sie, aber sie können ihn wiederum nicht sehen oder er fehlt ihnen nicht auf. Offiziell ist er vermisst, offiziell ist er dann auch als verstorben, irgendwie gemeldet. Nach 20 Jahren kehrt er aber unwillentlich, wie er gegangen ist, wieder zurück in dieses Haus und lebt eigentlich weiter, ja, aber damit endet die Geschichte. Im Grunde ist es also eine Form von Parallelgesellschaft, von dem im deutschen Krieg, das im deutschen Krieg diskutiert worden ist, aber eine Form von Parallelgesellschaft der ganz anderen Art eigentlich. Also eine Parallelgesellschaft eigentlich der Omniabsenz, wo Subjekte im Grunde genommen verschluckt werden. Nun, im Sinne dieser konzeptuellen Narration geht es immer darum auch, und deswegen beginne ich jetzt mit diesem Objekt hier, um das Erzählen von Geschichten und eigentlich um das Erzählen von Narrativen oder um das Dekonstruieren von vorhandenen Narrativen. Also in dem Fall haben wir jetzt ein Modell der Internationalen Raumstation, ISS, im Maßstab 1 zu 140,
Also mittlerweile gibt es jetzt mehr so Solarsegel, aber im damaligen Zustand vor ein paar Jahren hat es so ausgesehen. Und das ist jetzt deshalb ein Konfabulationsobjekt, weil wir durch die Räume dieser Station ein Kältemedium gepumpt wird und sich die Atemluft der Besucher an dieser Station, die kalt ist, sozusagen kondensiert und sich Kristalle bilden. Das heißt, umso mehr eigentlich die Menschen sprechen, reden und so weiter, umso stärker passiert hier eine Kristallisation, umso stärker und dicker und rundlicher wird dieses Objekt mit der Zeit. Und Konfabulation ist jetzt ein Begriff eigentlich, also Konfabulation heißt nichts anderes frei übersetzt, zusammenreihen, also fabulieren, zusammen fabulieren. Und dieser Begriff Konfabulation ist eigentlich ein medizinischer Begriff, neurowissenschaftlicher Begriff, der nichts anderes meint, als dass unser Gehirn harmoniebedürftig ist, dass unser Gehirn auf konsistente Wirklichkeit aus ist. Und immer wenn diese Konsistenz gestört ist, zum Beispiel durch einen Unfall oder durch sonst irgendwelche Einflüsse, beginnen wir unvereinbare Erinnerungen, Sinneseindrücke zu kippen, über Erzählungen zu kippen. Und so weiter diese Dinge voneinander getrennt sind, umso abenteuerlicher die Geschichten. Also es gibt auch dieses Münchhausen-Syndrom, wo Leute irgendwelche Stories erzählen, aber im Unterschied zum Münchhausen-Syndrom läuft die Konfabulation oder das Krankheitsbild heißt eigentlich genau gesagt Anosognosie, das heißt übersetzt Uneinsichtigkeit, über das Prinzip, dass Menschen eigentlich Geschichten erzählen, ohne dass sie wissen, dass sie lügen. Ja? Also sie sind eigentlich zur Lüge gar nicht fähig, weil sie etwas Erzählte im besten Glauben tun, dass es die Wahrheit sei. Trotzdem laufen die Geschichten dann sehr abenteuerlich ab. Und das liegt natürlich naheliegend, wenn Neurowissenschaftler meinen, dass auch gesunde Gehirne unentwegt konfabulieren. Ja? Also wir erzählen und harmonisieren unsere Wirklichkeit unentwegt. Wenn wir das nicht haben, sind wir psychisch schwer gestört. Ja? Zerbrechen wir an der Wirklichkeit, zerbrechen wir unseren eigenen neuronalen Feuer in unserem Gehirn. Insofern hat natürlich Wilhelm Schacht, dieser deutsche Philosoph, recht, dass wir unentwegt in Geschichten verstrickt sind und dass wir unentwegt eigentlich Geschichten erzählen müssen. Also das ist sozusagen in den 90er Jahren ist diese Konfabulationsgeschichte irgendwie aufgekommen, also 50 Jahre später eine von der harten Wissenschaft sozusagen eine Rechtfertigung für die Theorie oder Philosophie eines Wilhelm Schacht. Gut, ich habe zwar zuerst gesagt, ich baue keine kausalen Ketten und die Geschichten laufen eher non-linear. Ich mache das jetzt in der Abfolge der Bilder aber genau umgekehrt, weil es nicht anders geht. Wir sind da jetzt auch sozusagen aufgefädelt oder gefangen in dieser Kette. Was es in dieser ISS oder Internationalen Raumstation gibt, da gibt es die Notwendigkeit, Lebenserhaltungssysteme zu bauen. Ja, man muss ja denken, wir bauen Häuser in die Umwelt, in eine Atmosphäre hinein. Dort baut man Häuser ins Nichts hinein und muss die Atmosphäre, die Umwelt, die Natur und so weiter in das Haus selbst hineinholen. Das heißt, deswegen gibt es solche geschlossenen ökologischen Systeme auf der ISS. Und ein solches System, unter anderem auf der ISS, das probeweise läuft, funktioniert mit Plankton und geschlossenen Bioreaktoren. Natürlich jetzt hier eine technisch vereinfachte Form oder Umsetzung. Aber hier haben wir einen Planktonbehälter. Dieser Planktonbehälter pumpt Flüssigkeit, also eigentlich normales Wasser mit Salzen, durch Schläuche. Diese Schläuche dient dem Photoplankton zur Oberflächenvergrößerung, das heißt zur Optimierung des Wachstums über Photosynthese. Und gleichzeitig wird in einem zweiten Kreislauf dieses Photoplankton hier ausgefiltert. Es entsteht ein Kuchen und dieser Kuchen dient jetzt einerseits dazu, das in einen symbolischen Zusammenhang überzuführen, das heißt eigentlich sehr traditionelle, konventionelle Malerei damit zu machen. Das heißt, die Algen werden getrocknet, zu Pulver vermahlen und dann als Pigment verwendet und einerseits dann in Harz oder Leinöl angemacht zum monochromen Bildern. Oder sie dienen als zweites als Nahrung für Drosophila Fliegen, das sind diese Laborfliegen, die eigentlich seit Ende des 19. Jahrhunderts in Laboratorien bei einer medizinischen Forschung zum Einsatz kommen. Und diese Drosophila-Fliegen werden jetzt hier in diesem Algenkuchen, Filterkuchen, kultiviert, reproduzieren sich in diesem Filterkuchen und sind dann wiederum gleichzeitig auch Ausgangsmaterial unter Anführungszeichen für weitere Arbeiten.
In dem Fall werden sie jetzt zu Bildpunkten, wie es nicht reale Fliegen ist, sondern eine Fliegensimulation. In dem Fall ist das jetzt eine Arbeit, die heißt Bolton'sche Demo, also nach Francis Bolton benannt, dieser Neffe von Charles Darwin, der Eugenik unter anderem begründet hat und sozusagen eine Selektion, eine menschliche humane Selektion eigentlich angedacht hat, die den Humanismus weiterbringen sollte über biologische Fortschritte und Technologie. Und aus diesen Fliegenbildern wiederum entstehen jetzt Porträts von Leuten, die sich allesamt mit Wechselwirkungen zwischen Sozietät und Individualität auseinandergesetzt haben, in dem Fall jetzt zum Beispiel hier ein Porträt von Thomas Hobbes oder hier ein Porträt von Adam Smith. Und was wir jetzt hier noch sehen auch, das ist ein anderer Dämon, das ist jetzt der ketelesche Dämon, so nenne ich den. Ketele war ein Soziologe, ein belgischer Soziologe an der Wende des 18. und 19. Jahrhunderts. Und er hat ein Buch geschrieben, das ganz interessant ist, das nennt sich Soziale Physik. Und Soziale Physik meint jetzt natürlich, dass Menschen eigentlich Korpuskel sind oder einzelne Teilchen sind innerhalb eines gesellschaftlichen Raumes. Und dass es so im Sinne ein bisschen auch von Simon de la Place darum geht, die Daten eines jeden Menschen oder eines jeden Teilchens zu erwählen. Und wenn ich dann die Daten habe, kann ich sozusagen den Fortgang der Zukunft, die Entwicklung der Gesellschaft vorher und voraus berechnen. Ja? Und das ist natürlich jetzt vor 200 Jahren schon angedacht worden, aber heute natürlich insbesondere aktuell, weil heute wir die technologischen Möglichkeiten dazu vorfinden, solche extremen Datenmengen abzugleichen, mit Individuen zu korrelieren und vor allem untereinander auch zu vergleichen. Das heißt, diese soziale Physik hier ist jetzt natürlich eine Symboldarstellung, eine Simulation, die ein bisschen an wissenschaftliche Simulationen erinnert. Man sieht das jetzt hier nicht gut, weil es natürlich auf Bewegung aufbaut. Und diese Kugelchen hier oder Atome, die konfigurieren sich dann immer wieder zu einem Gesicht und gehen dann immer wieder auch auseinander. Und diese, oder hier noch einmal eine Zeichnung eigentlich, also man hatte gedacht eigentlich, man kann mit dieser sozialen Physik, man kann mit dieser Eugenik und so weiter ein zukünftiges Paradies eigentlich errichten, eben einen normen Menschen und eine norme Frau, ja, oder einen Durchschnittsmenschen, wie auch immer, basteln dadurch, das heißt eine neue paradiesische Urzeitstände übergeben. Das sind ja diese berühmten Dinge auch, die in den 30er Jahren entstanden sind im Friesland Health Museum. Das ist Normen und Normen. In den 30er Jahren hat man da die Daten genommen vom Durchschnittsamerikaner, Durchschnittsamerikanerin und hatte dann in Tipps gegossen. Also in den 30er Jahren hat man noch die schwarze Bevölkerung ausgeklammert, das war nur die weiße Bevölkerung, und hat dann hier diese Daten, den Durchschnitt gezogen und diese Daten dann übersetzt. Also in den 30er Jahren der Durchschnittsamerikaner und Durchschnittsamerikanerin haben also genau diese Proportionen gehabt, diese Maße gehabt. Ja, also eine frühe Form von ganz einfacher Biometrie im Grunde genommen, aber auch Durchschnittsbiometrie eigentlich, die auf Normierung aus war. Aus diesen Überlegungen einer sozialen Physik und so weiter sind Kugelskulpturen entstanden, die ich eigentlich schon sehr lange machen wollte, aber wo es eigentlich immer die technische Frage war, wie baut man Skulpturen, wie bildet Atommodelle aus dem 19. Jahrhundert zusammen. Dass ich eine richtige Technik gefunden habe, hat das etwas gedauert. De facto sind es jetzt flüchtige Gaswolken, wie diese Fliegenmengen flüchtig eigentlich auf weißer Fläche waren. Und sie können sich die Gasmengen sofort wieder auseinanderlösen, zerfallen und so weiter und wieder neu konfigurieren. In dem Fall ist es jetzt eine Serie geworden aus körperlosen Organen. In dem Fall jetzt hier eine Faust zum Beispiel oder hier ein Herz. Es gibt dann auch noch innere Organe. Auf alle Fälle bestehen sie immer aus Kugeln, die sich sozusagen flüchtig auflösen können, vielleicht so multitudenartig irgendwie sich in Bewegung befinden. Und was ich vielleicht jetzt noch nicht so eingegangen bin darauf, ist, dass die Projekte immer mit Blöcken oder Serien von Zeichnungen ergänzt werden. Das bietet den Vorteil, dass sie auf einer nicht didaktischen Art, so weit hoffe ich zumindest, bestimmte Referenzen, historische Referenzen, politische Referenzen, sozialwissenschaftliche Dinge und so weiter einblenden können und auch auf dieser Ebene eine Geschichte erzählen können, ohne dass das jetzt gleich irgendwie ein gelehrter Text und so weiter sein muss. Und vor allem bietet natürlich die Grafik auch Möglichkeiten,
ironisch arbeiten zu können oder auf mehreren Ebenen gleichzeitig parallel operieren zu können. Und oft werden dann diese Arbeiten dann eben gemischt auch mit Bildschirmarbeiten und so weiter. Und was vielleicht jetzt noch zu erwähnen ist, in Bezug auf diese konzeptuelle Narration ist, dass es eigentlich primär darum geht, eigentlich, und deswegen definiere ich den Künstler als Kontingenzforscher eigentlich, dass der Künstler beschäftigt sich mit Notwendigkeiten deshalb, um sozusagen an Möglichkeiten zu laborieren, diese zu suchen und so weiter, diese zu erstellen, arbeitet sozusagen an harten Möglichkeiten, um sie aufzubrechen. Insofern ist die Kunst auch eine Disziplin, die parallel läuft mit der Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft, also seit Francis Bacon wissen wir, der gemeint hat, die Tochter ist eine Wahrheit, die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit. Ja. Oder Josef Bitterer hat eben gesagt, also so far from now on. Ja. Also die Wahrheit ist eigentlich nur so lange gut, ja, solange wir es nicht besser wissen. Und das ist zum Beispiel also wirklich ein wesentliches Prädikat eigentlich, von Wissenschaft und Kunst, dass Kunst eigentlich auch nicht mit Wahrheiten operiert oder mit Absolutheiten operiert, sondern dass Kunst sich eigentlich immer prozessual auf dem Weg befindet und de facto eigentlich auch, und das scheint ja wieder in unserer heutigen Zeit zunehmendes Problem zu sein, von Fundamentalismen, Dualismen und so weiter, von den Naturfeiern, harte Möglichkeiten zu untersuchen, zu dekonstruieren und mit anderen Versionen derselben Erzählung von dieser Wirklichkeit zu konfrontieren. Und vielleicht sollte ich es besser schließen, und da bleibt noch Zeit zum Fragestellen. Also, hat jemand eine Frage? Bitte. Wer hat die Software entwickelt, wenn man die ganzen Netzsachen macht, dann Sie oder? Wer die Software entwickelt hat? Also primär entwickelt die Software ein langjähriger Freund von mir, mit dem arbeite ich schon 10 Jahre zusammen. Also ich bin eigentlich nur Tester und Stoffwerker im Code herum. Ich höre hin zu der Fraktion, das sagt, der Künstler muss sozusagen auch Herr und Diktator seiner eigenen Software sein, sondern ich sehe das eigentlich als ideale Kunstentwicklung oder Produktion als Team-Sache auch oft an. Ja? Das heißt, bei vielen, bei Theater und so weiter, ist das eigentlich nie so ein Thema gewesen. In der bildenden Kunst ist es immer noch so ein bisschen in Frage auch, ja, inwieweit ist immer der Künstler Diktator seiner eigenen Arbeiten oder Hervorbringer, Produzent seiner eigenen Arbeiten. Ich sehe das jetzt aber im Sinne einer arbeitsteiligen Gesellschaft so, dass man in Teams arbeitet, weil das dann befruchtet ist. Gut, Frau Professor Werner. Ich möchte nochmal auf Ihre Aussage, also dass der Künstler Kontingenzforscher ist. Ich würde das gerne ein bisschen kritisch sozusagen konfrontieren lassen mit den Arbeiten, die Sie gezeigt haben. Weil mir scheint, dass, ob das die Internetarbeiten sind, ob das die Arbeit ist zur Konfabulation oder auch mit der Trisophula. Eins scheint mir bei den Internetarbeiten alles andere als kontingent zu sein, nämlich dass es mir scheint, beeindruckt scheint, von den ganzen anderen Metaphern, die mit Internet umgeben sind oder mit denen wir heute arbeiten, ob das jetzt Datenautobahn ist, Bilderflut oder von mir aus auch Negris Multitude. Das heißt, was Sie in meiner Wahrnehmung nach mit den Internetarbeiten machen, ist im Grunde diese Rede von dem massenhaften Aufkommen zunächst erstmal nur zu verdoppeln. Nachdem ich das gedacht habe, habe ich gedacht, wenn Sie aber auch gleichzeitig davon ausgehen, dass es in Bezug auf den Daimon Zu- und Verwendungsordnungen gibt, entsteht bei mir selbstverständlich die nächste Frage, was für Ordnungssysteme fangen Sie an zu errichten, wenn Sie zum Beispiel physikalische Topografien verändern. Dann wird da ja eine neue, also wie in dem einen Bildbeispiel, wo Los Angeles plötzlich von der Westküste Richtung Ostküste wandert. Die verändere ja nicht ich, sondern oder sind Zustände im Netz, die gemessen werden von dieser. Ja, Software. Aber Sie machen ja nicht, also unter bestimmten algorithmischen Bedingungen wird dort ja etwas passiert, also dargestellt. Naja, das ist ein ganz simples Medium. Lassen Sie mich kurz weiterfragen. Das heißt, das ist das eine Beispiel. Bei der Trisophula scheint es mir, dass es nicht zufällig ist, dass Gesichter erscheinen, weil die Trisophula natürlich die Fliege ist, mit der am ersten DNA ausgiebigst erforscht werden kann. Und
bei der Konfabulation ist die nächste Frage, wieso eigentlich ein Prinzip, das auf Harmonie hinausläuft, dazu führt, dass eine Station, sagen wir, harmonisch kohärent vereist. Das heißt, meine Frage ist, sehen Sie in den Zweck Ihrer Arbeiten darin, bestimmte Diskussionen, Prozesse, Philosophie zu veranschaulichen, ihnen ein Bild zu geben, oder gibt es in Ihrer Vorstellung noch Wege, wie man eigentlich aus der Verdopplung der Schrift oder des Wortes oder der Vorstellung hinauskommt, um dagegen Bilder zu setzen? Also eigentlich sind zwei Fragen drin, die letzte und dann die vor mit der Kontingenz. Zur letzten, also die Arbeiten zielen jetzt nicht darauf, irgendwelche Theorien und so weiter zu illustrieren, ja? Sondern sie sind eher Spiel damit, sie verwenden Theorien, bestehende Theorien oder Diskurse als Materialien, so wie man auch Farbe und so weiter als Material verwendet, konfigurieren diese Materialien aber wieder in anderer Form. Durch das entstehen mehrere Ebenen auch, da sind wir auch Ebenen der Ironie und so weiter. Oder wenn Sie jetzt diese Arbeit jetzt sehen, okay, Sie können da jetzt irgendwie sagen, es ist eine Illustration von einer Theorie, aber es ist auch irgendetwas, was nicht nur Theorie ist, sondern auch Ironie ist. Ja? Also das ist natürlich irgendwie immer so ein Wesen auch von Bildern oder von visueller Kunst. Das Zweite ist in Bezug auf Kontingenz. Ja? Also ich denke mir, dass ein Wesen von algorithmischer Kunst auch immer der Begriff Kontingenz darstellt. Aber Kontingenz heißt ja nichts anderes als wie etwas, was nicht unbedingt notwendig ist. Ja? Also Kandinsky hat ja noch von innerer Notwendigkeit gesprochen. Also da kriegt ja immer noch dieser Renaissance-Genius mit, eigentlich, der den Maler zwingt. Wir denken da auch an Sigmar Höcke, höhere Wesen befallen, obere Ecke schwarz malen und so weiter. Das wäre sozusagen die innere Notwendigkeit innerhalb des Künstlers. Bei der Kontingenz geht es eben um andere Dinge. Das heißt, man setzt eigentlich das Kunstwollen, ja, oder den Stilbegriff und so weiter, außerhalb sich selbst. Ja, und macht eigentlich damit auch das künstlerische Programm zum Material der Kunst eigentlich. Ja, also das Programm ist nicht nur inkorporiert, sondern auch Teil der eigenen Arbeit. Und insofern ist es nachher nicht mehr so, dass das bestimmten Notwendigkeiten folgt, natürlich innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen, sondern dass sich innerhalb dieser Rahmenbedingungen auch bestimmte Möglichkeiten auftun, Varianzen auftun. Ja? Und das sieht man natürlich sehr schnell, also bei diesen Arbeiten, die da Anfang der 90er Jahre entstanden sind, die ganz simpel waren, dass man schnell zu dem Punkt kommt, wo man sagen kann, man ist der Künstler mit dem größten Körper innerhalb der Kunstgeschichte. Diese Aussage macht natürlich keinen Sinn, ja? Aber allein in einem einfachen, kleinen algorithmischen Malereiprogramm generieren sie aber Milliarden an Bildern. Ja? Mehr Bilder eigentlich, die so in der Kunstgeschichte hervorgebracht werden. Und das ist natürlich wieder eine Ironie auch in Bezug dessen, dass heutzutage so viele Kunstwerke wie noch nie produziert werden. Man schätzt so 1 Million Kunstwerke pro Tag noch produziert. Ja? Das heißt, insofern haben wir ein irrsinniges Rauschen an Kunst eigentlich, das es gibt, ja? Und hervorgebracht wird. Und insofern sind natürlich diese simplen Arbeiten da auch insofern kontingente Arbeiten gewesen, wo man sagt, okay, in dieser einzelnen Arbeit stecken eine unendliche Öbris drinnen. Ja? Bloß muss ich diese Öbris eigentlich nicht mehr zur Entfaltung bringen, ausarbeiten, über meine Biografie und Lebenszeit als Künstler und so weiter abarbeiten, über dieses Abarbeiten einen Wiedererkennungsfaktor, eine Trademark finden, eine Redundanz im Markt und so weiter etablieren, um dann erfolgreich sein Leben zu können und so weiter. Also eigentlich reicht es, ein paar Codezeilen zu machen, ja? Aber dann ein Jackson Pollock-Programm zu schreiben, ein Wundern-Programm zu schreiben, oder man könnte es auch zeitgenössische Neuerungen, und das dann einfach laufen zu lassen. Aber das waren sozusagen ironische Auseinandersetzungen mit dem Betriebssystem Kunst vor 15 Jahren. Ja. Wie interessiert können Sie sich die Klasse drücken und wie fühlt Sie Teamarbeit, Aufteilung, Bewerkstelligen? Wollen Sie das technische Aufgaben auch aus der Klasse austragen und kooperieren mit anderen Disziplinen? Und wie ist das von Ihnen die Vorstellung? Das ist die erste Frage war wie, oder? Ja. Von der Zeit her? Ja, und vom Ort auch. Also, ob Sie, würden Sie nach Wien ziehen? Oder ich lebe bereits in Wien. Okay. Also, das ist nicht die Frage.
Die zweite Frage ist Mitbrief. Also, die zweite Frage war, wie Sie diese Teamarbeit und das Aufteilen von Konzept und Technik bewerkstelligen wollen würden in Ihrer Lehre und Organisation? Also grundsätzlich sehe ich jetzt nicht so diese absolute Trennung eigentlich zwischen der technischen Beherrschung und Umgehen mit neuen Medien, ja, mit dem Ausführen oder dem Erstellen von Konzepten und so weiter. Ich denke, dass es eine wichtige Voraussetzung ist, dass man erstmal ein kulturelles Bewusstsein und ein technisches Bewusstsein mitbringt, um irgendwie gestaltlich und künstlerisch arbeiten zu projektieren. Unabhängig, ob ich jetzt dann auch voll und ganz in der Lage bin, das technisch auch so umzusetzen, wie das neue Konzept ist, muss ich das einschätzen können, ob es überhaupt möglich ist, in welcher Form und mit welchem Aufwand das möglich ist. Oder? Also insoweit müssen technische Voraussetzungen auch für jeden Einzelnen irgendwie erarbeitet werden. Ja? Also dass das irgendwie klar ist. Ohne aber, wie ich zuerst schon gemeint habe, dass man sozusagen nur das machen darf, was man auch selbst beherrscht. Also das wäre natürlich ein Anachronismus. Ja? Also das hat es selbst mit der Renaissance-Kurs und so weiter nicht gegeben. Da hat es auch Teams gegeben, sagen wir, die Mitarbeiter gegeben, die keine Ahnung sind von anderen Leuten, die fertig waren, dass sie dann mal und so weiter. Also so weit würde ich vielleicht nicht vergehen. Aber es muss sozusagen für die Produktionsketten und so weiter Verständnis, eine Einsicht in diese Tiefenstrukturen und so weiter geben. Also das ist absolute Bedingung und Voraussetzung. Und von der Arbeit selber ist es natürlich so, dass die Dinge, wenn man studiert, ja, eigentlich nicht als solitär sind. Das kann man gleich in einer Fernuni und Fernstudie machen, ja, und zu Hause sitzen, oder sich irgendwelche Bücher kaufen und daheim studieren. Also insofern muss es eben die Projektarbeit geben, muss es eben die Kommunikation und das Kurs machen. Gut, wir müssen jetzt Schluss machen, weil der nächste Kommentar für den Warteschau. Vielen, vielen Dank. Ja.